Guter Ball. Ja! Aber Wahnsinn, wie mich das freut. 2-0 sowieso, aber das Passi trifft. Das ist einfach nur schön. Mann, ich kotze. Der blutet ja schon. Einfach mal mitgenommen. Hallöchen, Dennis Salzdorfer, auch von Hertha. Und ein Band hätte ich auch schon. Sehr schön, Herr Salzdorfer. Super, perfekt. Danke sehr. Gerne. Tschüss. Tschüssi. Hallöchen, Hertha-Fans, da sind wir. Es ist schon ganz schön dunkel, aber ist eben auch Flutlichtspiel. Wir sind in Hannover angekommen, es geht ins Stadion. Unsere Akkreditierung haben wir gerade abgeholt und dann geht es doch gleich steil. Wir gucken uns wieder alles an, ich bin richtig gespannt. Wird ein gutes Spiel, glaube ich. Aber ihr seid überall mit dabei, wir sind am Spielfeld dran, wir sind in der Kabine, wir gucken uns den Pressebereich an, überall, wo wir sonst noch so hinkommen können. Und dann wird es einfach nur gut. Also, viel Spaß. Oh, hier, Flitzer. Quetschen wir uns da auch durch? Durch das? Drunter. Wie man gehört, wenn der Arm durchpasst, dann kommt der ganze Körper durch. Wie bei einer Katze. Der Kopf. Der Kopf ist es. Zack. Läuft. So, wir kommen hier rein und hier erstrahlt es doch direkt die Heinz von Heiden Arena. Gut, da ist die Schrift ein bisschen kaputt, also das leuchtet nicht, macht nichts, sieht trotzdem cool aus. Flutlichtspiel, immer was Feines. Und dann gehen wir uns doch direkt mal uns alles angucken. Also hier ist die Mixzone, Freunde. Hier quasi seht ihr dann mit den ganzen Partnern hinten drauf. Hier werden dann die Interviews nach dem Spiel geführt. Da sieht man auch schon von der ARD, von Sky. Da geht es nachher zum Spielfeld. Ihr merkt schon, ich war schon mal hier, deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus. Hallöchen. Hallo. Alles da. Alles dabei. Und das ist hier die Gästekabine bei Hannover 96. Schon klein, sag ich mal. Heute in unserem blauen Auswärtstrikots. Ja, Florian Niederlechner, stark, Bilal. Smile, natürlich alle mit dabei. Hier die Dusche. Hier wieder Spiegel-Selfie. Hi! Hier dann Trainerkabine, wo es auch später dann noch was zu essen gibt. Nice, immer lecker. Und sich hier die Physios auch breit machen können, damit hier die Spieler nochmal behandelt werden können mit ihrem Tape und so. Ihr kennt es ja, ihr wisst Bescheid. Und dann, oh, warte mal, nee, da hinten. Gehen wir da noch hin. Da sieht es nämlich nach Pool aus. Aber auch hier in der Wanne war, glaube ich, schon eine Weile kein Wasser mehr. Schade. Ne, Vanessa? Kannst du dich noch an unser letztes Spiel hier erinnern? Ja, da haben wir gewonnen. Da war es. Hast du deinen ersten Stream kommentiert, oder? Boah, stimmt. Auf der anderen Seite jetzt dann eine Menge Platz. Und da ist es tatsächlich. Das war Weltklasse. War ich ganz schön aufgeregt. Ich bin Juno und ich bin auch dabei. Stark. Und wenn wir jetzt hier schon direkt am Feld stehen, sehen wir. Gab schon bessere Plätze, soll man ehrlich sagen. Also da gibt es viele kahle Stellen, aber gut, ist ja auch jetzt nicht so das geile Wetter. Da ist die Heimkurve, die Nordkurve, da sitzen dann oder stehen eben dementsprechend die ganzen Hannover-Fans. Da hinten, da sehen wir den Gästeblock, können wir schon mal rüberwinken, vielleicht winkt einer zurück, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, da ist der Gästeblock, hab aber schon gehört, dass wahrscheinlich die ganze Südtribüne, also die komplette Seite, mit Fans voll sein wird von unserer Hertha. Das wäre nice. Also gerade hier hinterm Tor ist natürlich schon eine Menge Platz. Ist jetzt nicht so eng, aber hey, wem sage ich das? Im Olympiastadion, da ist ja auch noch mal eine ganze Laufbahn dazwischen. Huhu! Ein Foto machen wir doch sehr gerne, Mensch. Stark! Viel Spaß! So, guck mal, da sind unsere Spieler gerade schon angekommen. Unsere Kurve macht hier richtig gut Stimmung. Oh shit, es wird so laut nachher. Geil! Na komm, was soll's, gehen wir einfach mal dahin. Da sind sie doch. Alles für den Vlog. Alles für den Vlog, ja, sehr gut. Geil, alle mit dabei. Stark! Freunde, es wird eine krasse Stimmung hier heute. Da wird es auf jeden Fall richtig steil gehen. Die Kurve. Die Kurve ist ja noch nicht mal annähernd voll. Und unsere Fans geben einfach schon komplett alles. Das ist YouTube.
Es ist so kalt. Das jetzt schon. Echt sehr kalt. Okay, wir machen jetzt eine Story. Okay. Okay. Gott. Das, also alles, was davor passiert ist bisher, das ist cringe. Kaugummi unter der Zunge verstecken. Perfekt. Aber du musst ja auch so mit reinkommen. Ja, na klar, mach ich bin noch da. Huhu, Hertha-Fans. Hi. Na? Ja, war doch super. Hochladen. Huhu, Hertha-Fans. Hallöchen. Wir sind angekommen in Hannover. Endlich wieder Fußball. Freitagabend, Flutlicht. Es wird absolut fett. Der Vlog ist auch wieder mit dabei. Gibt es direkt ein Video, könnt ihr euch schon mal merken. Und die Fans, ich war gerade eben schon mal hinten. Das ist noch nicht voll, aber die sind unfassbar gehypt. Und wir auch. Wir sind auch hyped. Los geht's. Das wird nice. Ah, das Ende. Scheiße. Ey, wenn es jetzt hier wirklich noch anfängt zu regnen, dann kotze ich. Akku ist die Arena. So, hier. Pressecafé, Pressetribüne. Gibt es denn hier noch Döner? Gehen wir direkt mal weiter, wa? Machen wir mal die Sicht von oben. Gesundheit. Hier die Pressetribüne. Da oben sitzen auch die Videoanalysten dann im Spiel oder halt so. Die anderen Pressemenschen, die hier so unterwegs sind, die Kameras, die eine für die Totale, die andere geht da ein bisschen näher ran, damit man da halt auch die guten Aufnahmen hat. Stehe ich hier eigentlich noch voll? Oh. Mal kurz mitgewippt. Immer mehr, unsere Jungs kommen jetzt auch raus, machen sich hier anständig warm, weil es wirklich richtig, richtig kalt ist. Aber die Spannung steigt und ich habe immer, immer mehr Bock. Ich glaube, hier geht heute was. Ist das recht? Es ist einfach so ein Kackwetter jetzt. Es fängt einfach komplett an zu schütten. Und das Dach reicht ja wirklich überhaupt nicht. Ah, guck mal, direkt ein Tropf auf der Linse. Geil. Oh, wie viele aber zurückwinken. Das ist ja Weltklasse. Geil. Stark. Hallöchen. Stark. Nehmen sich, glaube ich, beide Teams nichts. Heute geht es komplett um den Kopf. Heute muss der Kampf da sein. Heute muss der Siegeswille da sein. Und dann einfach komplett ackern hier auf dem Acker. Ist ja auch wieder so diese Schussübung, dass es nicht immer das Gleiche ist. Ich meine, kennt man ja aus der Kreisliga. Man stellt sich dahin, man läuft an, man schießt einfach aufs Tor. Und so ist es natürlich, dass du halt hier immer was anderes hast. Guck mal hier, der Doppelpass dann dazwischendurch. Geiles Ding von FN7. Jetzt auch, guck mal, er hat gerade geschossen, legt ab. Schade, war ich hier auch nicht verkehrt. Aber dass die Schussübungen einfach immer anders sind. Hier legt er jetzt von der Seite ab. Super Passi. Ich guck mal hier kurz um die Ecke. Schiedsrichter kommen jetzt schon raus. Und dann kommen auch gleich die Spieler. Ich weiß nicht, ob man es hier über das Mikrofon hört, aber man hört komplett die Hertha-Fans draußen. Absolute Gänsehaut. Viele Hertha-Fans das einfach sind. Das ist unglaublich. Zieht euch das rein. Da ist normalerweise oben der Gästeblock. Aber es ist hier einfach zack bis hier rüber, bis da oben. Es ist einfach nur geil. Stark. Schalalalalala. Oh, komm schon. Schade. Man steht ja jetzt hier direkt vor der Kurve, aber trotzdem sind wir viel, viel lauter als die Heimfans. Das will nichts erzählen. Flo Niederlechner, FN7, hat es gesagt. Halstenberg als Innenverteidiger in so einer Dreierkette, der hat halt die absolut krasse Technik und kann die Bälle halt richtig gut verteilen. Ob es jetzt in die Richtung ist, in die Richtung. Er kann starke Bälle spielen. Ist so ein bisschen der Quarterback hinten bei Hannover. Da muss man halt aufpassen, wenn der den Ball kriegt, der kann halt schnell umschalten und halt krasse Bälle spielen.
Abseits. Kein Abseits. Foul! Hey! Er gibt Abstoß. Entschuldigung. Abseits. Abseits, er hat schon längst die Fahne gehoben. Gut. Kein Abseits. Bring ihn rein. Komm, da muss er. Hintermann. Gut dabei. Ja! Den er auch nicht so krass schnibbelt, sondern der mit Wucht angedreht kommt. Bitte nicht. Bitte einfach nicht. An der Seite fliegt da erstmal die Bande weg von der Kamera. Windig ist jetzt auch. Wetter wird eklig, Spiel wird eklig. Ein Wolkenbruch. Gefühlt kommt jetzt auch noch Schnee dazu. Was man hier nicht alles so macht. Aber zum Glück bin ich warm eingepackt. Und hab den Bart. Gut. Wenn er jetzt kommt. Wenn er jetzt kommt. Da ist er! Ja, Mann, Basti, Junge! Ja, Digga! Ja, ja, ja! Yes! Oh, gönn ich dem das! Wow! Ja, Mann! Ja! Yes! Ist das geil gespielt! Ja! Ja, Mann! Ist eher geil! Ja! Oh, ich glaube, nach dem Spiel bin ich hier auch heiser schon wieder. Aber Wahnsinn, wie mich das freut. 2-0 sowieso, aber das Passi trifft. Das ist einfach nur schön. Kommt, Jungs, weitermachen jetzt. Oh! Fazit zur ersten Halbzeit. Wir sind tatsächlich, finde ich, ein bisschen griffiger als Hannover. Also wir haben ein bisschen gefährlichere Torchancen, jetzt auch nicht krasse Dinger gehabt, aber wir sind irgendwie ein bisschen gefährlicher am Tor, habe ich das Gefühl. Mache unsere zwei Dinger, absolut nice. Es geht auf die andere Seite. Wir dürfen einfach nur nicht nachlassen. Das ist absolut wichtig. Wir dürfen nicht nachlassen. Es steht im Kopf, muss es weiter 0-0 stehen und dann immer, immer weiter. Das nehmen wir noch mal mit. Da mache ich ja auch noch mal die extra Meter. Dass wir die geile Choreo hier drauf haben. Oh, faul, er zieht ihn komplett oben. Okay, vielleicht müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Es ist wirklich eine krasse Position. Wenn wir uns von hier? Ich glaube ja. Der kommt gut, schade. Zweite Halbzeit vor den Heimfans. Ah, schade. Ja, jetzt nicht laufen lassen. Was ist denn das? Der Innenverteidiger von so weit weg einfach nach vorne laufen und ihn kann keiner stören. Mann!
mehr machen. Das war jetzt gerade nichts. Mann, ich kotze. Das kann nicht wahr sein, ey. Ach, Mann. Ah. Damit ist der Bann gebrochen, Freunde. Der erste Vlog in dieser Saison ohne Sieg. Aber auf der anderen Seite dafür auch der erste Punkt mit den blauen Trikots. Ach Mann, wenigstens nicht verloren, immerhin. Aber trotzdem bitter, dass wir nicht gewonnen haben. Freunde, das war's hier. 2-2 spielen wir hier. Leider die Führung hergegeben. Absolut ärgerlich. Trotzdem, die Stimmung war Weltklasse. Vielen Dank an jeden einzelnen Fan von uns, der mit am Start war, der hier komplett alle mit nach vorne gepeitscht hat. Sollte heute nicht sein. Es war leider irgendwie bitter. Trotzdem, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut nach Hause hier, Hertha-Fans. Wobei, jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist ja der Vlog denn schon online. Da seid ihr schon zu Hause. Aber ansonsten, haut rein, abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, da freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hau he, Freunde, euer Dennis. Macht's gut, ciao, ciao.